Ja, hallo alle beisammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter in meinem dritten Teil der Car Mechanic Simulation 2018. Und ja, der aktuelle Stand liegt jetzt momentan so, dass ich mittlerweile 397 Erfahrungspunkte habe und naja, mein Kapital von $4.000 auf 4.544 schon steigern konnte. Naja, ist noch nicht so berauschend, aber das soll sich ja ändern. Deswegen würde ich sagen, ich lege gleich los, guck mal nach aktueller Auftragslage. Aha, die Bremsen sind schlecht. Gut, mach mal. So. Ah, Moment, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen, sondern... Ja, genau, zur Hebebühne. Dann bocken wir dich auf. Eieiei. Da sollte jemand unbedingt was machen, ne? So. Na? Oh, schaut doch eigentlich so nicht schlecht aus. Dann lasse ich das doch mal. Oh ja, okay. Da sieht man's. Naja, sieht eigentlich auch noch gut aus. Schaut jetzt so nichts verschlissen aus. Schon eher. Aha, da sieht man es ja. Hier rot markiert die Bremsklötze. Okay. Jetzt sollten eigentlich alle vier, ja, alle vier sind runter. Ah, was mache ich denn jetzt? Diagnose-Mode jetzt. Okay, dann montieren wir mal. Guck mal, was habe ich noch auf Lager? Oh, Moment, schau mal kurz die Toleranz, weil jeder Auftraggeber hat eine andere Toleranzvorgabe. Er will, dass genau sein Fahrzeug einen Mindestersatzteilzustand von 70% hat. Heißt, mit 69 oder was vorher stand, ist zu wenig. Dann muss ich wieder B stellen. Bremsscheibe innen belüftet, das wäre für die Vorderachse. Jawohl. Oh, das wird teuer. Beläge. Brauchen wir 4 Stück. Ja.
Hitzeschutzblech. Ich nehme jetzt auch einfach mal so 2 Stück auf Lager. Das macht jetzt das Kraut ehrlich gesagt auch nicht fett. Von daher schaut das Ganze gut aus. Okay. Ja. Super. Passt. So, deine Corona-Felgen. Ja, momentan denke ich mal, werden die Felgen ziemlich im Trend. Naja, ein makabrer Scherz. So, Moment. Ach, Moment. Gucken wir jetzt nochmal, was ich hier sehe. Diagnosemodus. Ah ja. Jetzt nichts rot markiert. Von daher sollte nun mal passen. Mit hin verteilen. Ja. Da haben wir nichts machen müssen. Gut. Das passt, dann sollte es auch passen. Naja, in der Realität sollte man die Bremsscheiben und Klötzen immer paarweise wechseln. Aber gut, hier im Spiel, glaube ich, nimmt man das nicht so ernst. So, checken wir mal den Auftrag. Ja, haben wir geschafft, super. Einnahmen, naja, immerhin $224. Passt. Schön. Machen wir gleich weiter, dass wir keine Zeit verlieren. So. Hallo? Ach, da vorne sind wir. Hallo Xenophon. Jawohl. So. Hallo Herr Meier. Nockenwelle eingelaufen ist. Ah, stimmt. Das hätte ich vielleicht schon. Öl muss bestimmt auch mal wieder gemacht werden. Okay. Mach ich. Oh, hübsch. Hübsches Auto, ja. So. Gut. Okay, Ölwechsel möchtest du auch machen lassen. Ja, genau. Gut, ich meine. Ja. Na, ich glaube, ich bock ihn jetzt erstmal auf. Genau. Und dann schauen wir weiter. Aha, ja, das schaut ziemlich eingelaufen aus, beziehungsweise sogar schon total verrostet. Ja, gut.
sollte auf jeden Fall dann auch mitgewechselt werden. Schauen wir mal. Diagnostic Mode. Ja, fertig. Hallo. Achso, kann ich nicht mit dem. Hallo. Achso, das ist noch nicht freigeschalten. Okay, na gut. Auftrag an. Eine Zündspule. Aha. Zündspule und zwei versteckte Mängel. Gucken wir mal, ob ich das finde. Oh ja. So, erst nach der Demontage. Ja, gut, machen wir den Riemen auch mit runter. Hoppa, jetzt. Sieht so alles ziemlich neu aus. Aber. Ich habe das Gefühl, ich bewege mich jetzt momentan voll auf dem falschen Weg. Naja. Schauen wir mal. Irgendwas wird wohl da rauskommen. Luftfilter schaut auch noch top aus. Ja, was kann denn das sein, ha? Leute, was mache ich denn jetzt, ha? Checken wir nochmal kurz in den Diagnosemodus. Ja, es tut mir leid, es ist jetzt ein bisschen holprig das Ganze. Wie ihr seht, irgendwie, ich komme nicht richtig weiter. Das nach der Demontage überprüft werden, ja, super. Geht man mal auf. Bin jetzt da überhaupt nicht der Pro bei dem Spiel, aber soll sich ja ändern. Hallo. Gute Frage, ne? Diagnosemode. Was soll das sein? Sollte noch bitte kaputt sein. Ja, bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Eben stehe ich voll auf dem Schlauch. Boah. Thank you.
Irgendwie zerlege ich jetzt alles. Ich weiß, ich mache jetzt da irgendwie alles falsch, aber... Ja. Aha. Das sieht doch schon gut aus. Die Nockenwellenräder. Ja, Ölwechsel wollte auch. Das machen wir später. Drosselklappe. Das sieht soweit noch ganz gut aus. Ja. Dann gucken wir noch glatt mal. Tja. Zustand 89%, das ist ja... eigentlich ein Traum. Jetzt schauen wir nochmal nach dem, nach der Vorgabe. Erlaubter Ersatzteilzustand. 100%, okay. Ich habe alles gefunden. So. Dann machen wir mal Großeinkauf. Moment, noch kennen wir. R4A. Die gibt's von Schuhschutri. Ja. Klingt ja cool. Schuschutri. Frühstück. Gibt's ja genügend Nockenwellenräder. Jetzt natürlich nervig. Ich hätte es mir doch auf die Einkaufsliste setzen sollen, die Teile, die ich ausbaue. Das vergesse ich jedes Mal. Naja, wäre so schön, wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen. So. Ich muss das nochmal so checken. Deckel wieder drauf. Achso, das ist normales Standard-Nockenwellenrad von Schuschutri. Okay.
Okay. Also geben wir noch mal ein. Nockenwellenrad. So. Ach, das hier. Dann nehmen wir das doch. So ein Stück. Bingo. Überhaupt auf dem richtigen Weg befinden. Okay. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, ich habe zu viel demontiert, wie man sieht. Na gut, wenn man sich am Anfang des Spiels bewegt, hat man es natürlich noch nicht so drauf. Und ja. Ja, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was gesehen über den Motor. Weggebaut habe, das ist der Hammer. Hey, und dann mal. Ach ja, die Zündspulen, ist ja klar, die läuft ja nichts. Auch bestellen. Zündspule. Ah. Und siehe davon auch Schuhschuttri. Ich kann den Auftrag noch nicht beenden. Es ist zwar... Ach! Claro, den Ölwechsel. Na komm hoch. Nein. Gegen 1, jawoll. Hallo, darf ich da auch rein? So. Kann ich jetzt die Ölablassschraube öffnen? Will ich doch gar nicht. Hallo?
Nein, 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 nein. Ich glaube, jetzt knallt mir schon wieder das ganze Öl runter. Ja, klar, so wie im ersten Video. Ja. Kostet mich das Putzen wieder unnötig Geld. Hey. Wie kann man denn die Schraube ablassen? Knall ich den alten Filter wieder drauf, macht man normalerweise nicht. Aber schauen wir mal. Vielleicht geht es in Ordnung. Okay, weg damit. Ja. Oh, frisches Blut wieder. Voll machen. Passt. Nachdem die Hälfte über den ganzen Motor gegossen wurde, was natürlich super schön brennt. Und jetzt. Ja, ich kann ihn beenden. Super. Okay. Alle Arbeiten durchgeführt. Ja, jetzt hat sich dieses Video irgendwie unabsichtlich so lang gezogen, hinausgezogen. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle. Es sollte wieder reichen und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und ja, melden gehen. Ha, mittlerweile 5073 Dollar und schon 706 Erfahrungspunkte. Ist doch schon mal eine Steigerung. Okay, dann, wie gesagt Leute, vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis dann, haut rein, ciao, ciao.